Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir machen weiter in der Mine und kommen so langsam immer mehr Details auf die Spur. Heißt, Evelyn sollte wohl wirklich eigentlich nur auf die Familie geprägt werden, weil sie dachten, sie können sie so unter Kontrolle halten. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, denn Mia war die Einzige, zu der sie sich hingezogen fühlte. Aber Mia sagte ja gleich von Anfang an, nö, kannst mich mal. Ich bin nicht deine Mami. Also was heißt am Anfang? Sie sagt es halt eben, als wir das mitbekommen haben. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Also ein Bakterium, kein Virus. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Ja, die molded eben, ne? Die verschimmelten. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirtes auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Ich glaube, das ist auch mit uns passiert. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Kräfte einher. Oder Stärke. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Ja, wahrscheinlich einfach zu stören. Aber ich meine, die Mama, Mrs. Baker, die ist doch auch einfach dann zerbröselt, obwohl wir gar nicht das Gegenserum benutzt haben. Oh, 5 Minuten nach Dosis erbrechen. E-Nekrotoxin-Serie-Dosierungstest. Oh Gott. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Kalzifikation, heißt das nicht, dass die komplett aufgelöst werden oder sowas? Kalzifizierung? Ich bin kein Biologe und vor allem kein Virologe, aber. Oh nein. Target acquired. Oh Gott, ist das etwa das, was wir finden sollten? Das ist schon wieder so ein Wesen, so ein Embryo. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxinbehälter. Hey, geil. Da haben wir es doch. Wir haben Gegenserum. Können wir das vielleicht Evelyn verabreichen und sie damit töten? Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie-Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es ihr injiziert. Wie cool ist das denn bitte? Jetzt haben wir endlich eine Waffe. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen des Nexbus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert? Die Firma ist Umbrella, oder? Um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die Nexbus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umfang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzten. Umbrella. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von gewesen. Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarians-Evolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Unilateralis? Cordyceps unilateralis, kennt ihr noch? Aus Last of Us?
Die Herstellungsmethode jeder Bio, jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamycet-Genom, so, einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Deswegen E-001. Die ist die allererste ihrer Art. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Ja, sie hat sich schon wieder erbrochen, hieß es ja. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtsorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzt. Quorum-Sensing? Ich weiß nicht, was das ist. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper zermoldet wird wahrscheinlich. Das ist ganz schön krass. Also wenn man überlegt, ich habe erst gedacht, sie taucht wirklich auf, aber wie Mia sagte, diese verdammten Halluzinationen. Sie ist natürlich schon darüber aufgeklärt, über die Krankheit, und mit Ethan haben wir keinen Plan von dem, was hier passiert. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Mycelin, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Ja, das sind die Molded immer noch. Der Begriff Organismus wird hier weit aufgefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Mycelien bestehen. Mycelien? Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt. Ah, eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann, doch. Doch. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum genommen werden oder gewonnen werden, indem Gewebeproben von Evelyns einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzifikation von Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich ist. Warum haben die das weg? Also warum haben die das hier einfach durchgestrichen scheinbar? Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzug kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Naja, also ich verstehe was anderes unter Liebe. Die ist zwar bedingungslos, aber das ist ziemlich kaputt hier.
Ah, oh gut, wir bekommen wieder Patronen. Das kann nur eins bedeuten. Das Vieh ist feueranfällig wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Flüssige Chemikalie, die Pistole, die Crap ist. Oh, 7 Stück kann ich davon mitnehmen. Geil. Packen wir das mal weg, das mal weg. Dann hole ich mir dafür die flüssigen Chemikalien. Mach mir mal Heilung daraus. So, dann kann ich die auch gleich konsumieren, glaube ich. So, Schatzfoto, Spaltmittel. Habe ich noch eine rote Chemikalie? Nein, leider nicht. Habe ich noch eine große Arznei? Ja, habe ich. Ah. Flintenmunition. Ich habe so viel Flintenmunition. Alter Schwede, es ist so gut. Es ist so gut, einfach mal. Oh. Vielleicht was hinter der Tür, hä? Ja, mal ganz kurz ein Schrittchen zurück. Ich habe jetzt nur vorgelesen, ne? Oh, guck mal da. Steroide. Ich werde vorher nochmal speichern, ihr kennt mich da. Bin ein bisschen paranoid geworden, seit ihr mir das gesagt habt. Oh, erst so ein bisschen was übergießen. Hab nämlich was gegen die Blutflecken oben in der Ecke. Was denn? Oh, Nervengas. Komm, ich nehme sie einfach, oder? Ich hoffe, die waren jetzt gut. Ja. Sehr schön. Ich finde das klasse mit der maximalen Gesundheit. Das ist schon ziemlich gut. So, da haben wir noch irgendwas, was ich verwerten kann. Ich könnte theoretisch verbesserte Pistolenmunition zerlegen mit dem Spaltungsmittel und mir dann auch noch Feuergranaten machen, oder? Ich glaube, das wäre echt gar nicht so unvernünftig. Hier noch was. Oh, die mal da. Hätte ich jetzt auch wieder übersehen. Finde ich ja schon nice. Nice der Scheiß. So. Spaltmittel. Starke flüssige Chemikalie. So, holen wir uns dafür mal Pulver rüber. Ach nee, Quatsch, ich brauche dieses Flammenbrennzeug. Kacke. Habe ich denn da was? Da habe ich noch Tabletten? Kann ich mir daraus Nervengiftgranaten machen? Nee, auch nicht. Aber ist egal. Hätte ich sowieso nicht mehr gebraucht, die verbesserte Pistole. So, weg damit. Hm. Granatwerfer, soll ich den mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja, das ist halt echt ein bisschen kacke jetzt. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr weit vom Ende entfernt. Vermute ich einfach mal. Aber ich brauche jetzt eigentlich auch die Pistole gar nicht mehr so, ne? Ich bin so unentschlossen. Hm. So. Das Maschinengewehr ist eigentlich auch nicht so geil. Oh, warte mal. So. Hm. Das ist extrem doof. Kann ich eigentlich mal weglassen. So. Seid ihr echt mal was leer schieße, oder? Da liegt was. Oha, die ist aber gut versteckt. Das ist so ein Wackelmännchen. Das ist so ein Wackelmännchen, Leute. Fantastisch. Ach Mist, den kann ich ja gar nicht treffen, oder?
Ah, toll. Ich muss aber auf die andere Seite, wenn ich den haben will. Alles ja ärgerlich. Ja, komm, stell dich nicht so an. Das ist ein kleiner Hupser. So. Ab. So geht das. Ah, wie krass, was ich jetzt hier für Sachen noch finde. Oh komm, ich leg die Patronen weg, das ist... Das lohnt sich nicht. Na? Pack up. So. Ja. Die Musik, beziehungsweise die ausbleibende Musik generell, dass es hier einfach so gruselige Hintergrundsounds hat, das finde ich halt immer sehr, sehr geil. Aber ein bisschen beklemmend. 62 Schuss, Mann, die schieße ich jetzt mal ein bisschen weg. Hallo? Ich mag's nicht, wenn du singst. Das bricht doch bestimmt ein, hä? Huh? Oh! Die ist nicht da. Nein? Oh, Kacke. Ist alles voll geschimmelt. Mädchen. Kannst du mir mal deine Bande bitte nicht auf den Hals setzen? Oh, scheiße. Ja, ich weiß schon, warum ich jetzt alles bekomme. Ich meine, die ganze Munition und so weiter. Was bin ich denn? Oh, ich bin schon wieder gelb, verdammt. Scheiße. Ich hab einfach keinen Platz. Lach nicht so dreckig. Oh shit, das treffe ich nicht mal. Ah nein. Ist ja alle platt. Diese widerliche kleine Trulla. Muss halt immer daran denken, sie ist kein echtes Kind. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Nein, weg mit dem Mist. Was soll ich denn damit? Geht ans Eingemachte. Ah. Ja. Sehr gut. Vielleicht mal das Maschinengewehr. Oh, hab ich gar nicht. Huch. Bomben nutze ich dann später.
Okay. Brennstoff. Nutze ich nicht. Gut, Leute. Ich wollte gerade sagen, ich mache hier Schluss. Ha! Spinnenartiges Mistvieh. Nein, nein, nein! Es ist tot? Okay. Ah, du... Ah! Ich lebe noch! Noch ein bisschen. Ah, da kommt hier doch einer! Widerliche Viecher seid ihr, Mann. Habt da einfach liegen. Warte, ich mache Pause. Wir sehen uns wieder zum nächsten Part Resident Evil. Dankeschön fürs Zusehen. Danke für die Däumchen. Tschüss.